Ich würde sagen, wir beginnen. Also Sinn des Abends ist heute erst einmal die Piraten, die gängigen Piratentools vorzustellen. Ja, ich mache auch die lauter. Die gängigen Piratentools vorzustellen, mit denen man einfach nicht arbeitet. Ich soll etwas lauter reden, okay, alles klar. Also wir haben das mal thematisch etwas von der Reihe nach sortiert. Also das, was wir am häufigsten nutzen, sind natürlich die Mailinglisten. Dann Foren, also das Piratenforum wird von uns genutzt. Wir haben das unser allseits beliebtes Wiki. Dann gehen wir aufs Piratenpad ein, mit dem man kollaborativ diese Dokumente erstellen kann. Dann gehen wir noch ein bisschen auf die Telcos ein, Telco bzw. Mumble, also Telefonkonferenzen. Dann auf das Doodle, auf das Terminfindungstool und zum Schluss auf das virtuelle Meinungsbild. Wir klemmen uns jetzt heute mal die Geschichte mit Liquid Feedback, weil dafür bräuchte man mal 2 Stunden lang nur alleine für das Liquid Feedback. Das ist ja so das Piratentool, womit man uns identifiziert, ja? Aber das ist sehr, sehr komplex. Das heißt, da verzichten wir jetzt heute mal darauf. Da gibt es auch schon genügend Dokumentationen etc. Also jeder bekommt eine Anleitung, wer da mal mitmachen soll. Gut, wir beginnen jetzt einfach mal mit den Mailinglisten. Also das Hauptkommunikationsdaten ist, und wahrscheinlich bleibt es auch, Mails. Ja? Eduard schiebt den Kopf, wieso nicht Mails? Achso, okay. Ihr habt das mit Sicherheit schon mitbekommen, wir haben bei den Piraten zig unzählige Mailinglisten, die man abonnieren kann. Mit denen man sich thematisch auf der Höhe halten kann oder Mailingliste eines KV abonnieren kann, etc. Eine versammelte Liste der Mailinglisten, die es in Essen gibt, ja, die findet man unter dieser Adresse, die ich eben hier eingeblendet hatte. Mail List Info. Hier sind alle Mailinglisten der Infrastruktur in Hessen aufgelistet. Es gibt natürlich wesentlich mehr, in der Fall zum Medialeisen, die haben alle ihre Mailinglisten. Das sind jetzt mal nur die Mailinglisten. Sag doch mal die Adresse. Die Hauptmailingliste ist natürlich die berühmte KPH-Liste, über die in Hessen generell über alles Mögliche gequatscht wird. Wir haben für Wiesbaden eine eigene, und zwar die Wiesbaden-Mailingliste, wo wir halt über die Wiesbadener Themen diskutieren. Ja. Ist jemand nicht bekannt, was Mailingliste, wie das funktioniert? Was ist PPH? Die PPH ist die Public Piratenliste Hessen. Lesen. Euch ist allen klar, was Mailingliste ist und wie man damit umgeht, oder? Christoph, wenn du URLs hast, sag die mal laut, dann, weil es ist auf der Kamera nicht unbedingt zu erkennen. Ach, vorlesen, okay. Also die Listinfo, diese Übersicht aller Piraten-Mailinglisten in Hessen, findet man unter lists.piratenverteidigungshessen.de/mailman/listinfo. Da gibt es die ganze Liste. Und da findet sich, wie erwähnt, auch unsere Wiesbaden-Mailingliste. Nein, das ist so nicht. Du musst jetzt so halt der Sache. Ich glaube, das ist mal. So wird das nicht besser. Kenne ich die PowerPoint oder was ihr da gemacht habt, ODF oder wie auch immer. Wir werden es wahrscheinlich online stellen bei uns auf der Homepage. Oder mail mir die noch danach, da kann ich das auch reinfremeln in den Stream und so. Später. Gut. Also eine Mailingliste, die musst du da abonnieren. Das ist mal eine Seite, das ist mal die Seite, mit der man die Wiesbadener Mailingliste abonniert, unter lists.piratenpartei-hessen.de/cgi-bin, warum auch immer, Mailman List Info Wiesbaden, immer mit dem Slash getrennt. So, und da gibt man hier unten im Prinzip nur seine E-Mail-Adresse ein, seinen optionalen Namen, ein Passwort, mit dem man sich auf diese Liste an- und abmelden kann und abonniert diese. Dann bekommt man eine Mail in sein Postfach auf die Adresse, die man hier oben eingegeben hat. Zunächst Begrüßung, ja, und dann ist man in der Lage, direkt auf die Mailingliste zu schreiben und bekommt dann auch alle Mails, die auf diese Liste von irgendwem geschrieben werden. Hast du die aktuellen Zahlen, wie viele Wiesbaden jetzt drauf sind? Im Moment, ich kriege raus, das verstehen. Müsste nur um die 100 sein. Also die heftigste Liste, die es in Deutschland gibt, ist glaube ich, die aktive Liste, ist glaube ich, eine Bundesliste.
Und die aktiven Liste, da sind zigtausende von Piraten drauf. Wenn man mal zwei Tage nicht da ist, kann es durchaus sein, dass man 5.000 oder 6.000 neue Mails bekommen hat. Man abonniert die normalerweise nur 2 bis 3 Stunden. Und dann gibt es keine Mitglieder haben wir aktuell auf der Riesenbahn oder Mailinglisten. Man muss bei Mailinglisten immer wissen, dass Mailinglisten jeder abonnieren kann. Das heißt auch die Grünen, die CDU oder sonst irgendwelche. Nicht-Parteimitglieder oder sonst irgendwas, da muss man sich einfach nur anmelden über diese Webseite, die hier gerade aufgezeigt wird. Das heißt, da lesen wir auch alle fleißig mit. Und wie wir damals auch festgestellt haben, als wir unser unerkanntes Durchgehen-Aktion gemacht haben, die Polizei ist auch mit. Ja? So, da haben wir nämlich so, nein, das kommt nicht irgendwo und dann stand die Polizei da. Also das ist Usus, die lesen das alles mit. Gut. Neben diesen Standardlisten für die KVs, die überall aufgezeigt sind, Vogelsberg etc. pp., gibt es auch noch spezielle Listen, die sind dann aber auch geschlossen und moderiert, für Amtsträger. Es gibt die Kreisvorständeliste, da unterhalten sich halt die Kreisvorstände über aktuelle Themen. Und es gibt auch eine recht wichtige Liste, das kann der ja bestätigen, die Schatzmeisterliste. Ja, Verwaltung. Ja, genau. Das sind so Verwaltungslisten, wo sich halt die einzelnen Amtsträge untereinander austauschen sollen oder machen oder wie auch immer. Mehr oder weniger, wenn es halt um ihr Thema geht. Die Liste ist allerdings für jeden lesbar, aber halt nicht für jeden schreibbar. Genau. Das muss man dazu sagen. Gut. Da gibt es auch so generelle Listen, die hatte ich eben schon gesagt, die PPH, die Ankündigungsliste gibt es noch, da kommen auch so Pressemitteilungen drauf. Da gibt es, die Pressemitteilungsliste gibt es extra noch, die Hell ist, also die Ankündigungsliste ist im Prinzip dazu da, wenn jemand sagt, okay, wir machen nächste Woche Stammtisch, bitte kommt alle nach Marburg Bibelkopf oder sonst eher wohin. Und es gibt noch eine extra Liste, die jetzt nach der Kommunalwahl eingerichtet wurde, und zwar Kommunalpolitik. Da, auf dieser Liste treffen sich alle Menschen, die in der Kommunalpolitik interessiert sind und sich austauschen. Was macht denn Kassel, was macht denn Marburg, was macht denn Wiesbaden, was macht denn Offenbach? Und da so einen kleinen Austausch stattfinden zu lassen. Das funktioniert teilweise auch ganz gut. So. Mail-Clients. Mail-Clients sind ja zum Empfang von E-Mails schon ziemlich wichtig. Ich gehe jetzt mal nicht auf Outlook ein, ich denke mal, das kennt jeder, das Drecksprogramm. Es gibt Alternativen, und zwar sehr, sehr gute Alternativen. Ich denke mal, jeder von euch, ich schlage mal diese Seite auf, dann haben wir einen, ja, der Screenshot ist jetzt nicht besonders gut lesbar, das Thunderbird. Thunderbird ist ein offenes Mozilla-Projekt, das ist ein Mail-Client, den man sich auf sein Windows, Linux oder sonst irgendwo installiert und dann die E-Mail-Adresse, also auf die E-Mail-Adresse halt POP3 oder wie immer seine Mails verwaltet. Ja. Kennt das jemand von euch oder wer kennt Thunderbird vielleicht nicht? Benutze ich schon seit Jahren. Ja, sonst. Es geht auch ohne. Was halt wichtig ist, und deswegen gehe ich auch auf Außenansicht ein, Thunderbird beherrscht die Thread-Ansicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mail auf die Mailingliste schreibe, hier, wie sieht es denn aus, nächste Woche Stammtisch. So, dann antworten mir der Bernd. Dann habe ich 2 Mails. Eine, die ich geschickt habe und eine, die der Bernd geschickt hat. Dann antworten mir 5 andere, dann habe ich schon 7 Mails. So, und Thunderbird ist halt in der Lage, anhand des Betreffs, die untereinander anzuordnen. Das heißt, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. So nach diesem das kann auch mit mich. Deswegen lass auch einfach außen vor. Wer noch etwas mutiger ist und seine Daten nur online verwalten möchte, so wie ich zum Beispiel, ich habe mich dafür entschieden, der kann auch gerne Google Mail benutzen. Google Mail ist zurzeit so ziemlich der beste Online-Client, den es gibt. Der beherrscht nicht nur die Thread-Ansicht, sondern man kann mit Google Mail auch zig Postfächer verwalten. Das heißt, man hat eine separate Google Mail und schreibt dann als Gerat, als Beruf, als Privat, als ich weiß nicht was, über Google Mail seine Mails. Und man kann bei Google Mail halt die einzelnen Mails verschlagworten. Das sind keine Ordner, die man die einsortiert, sondern man kann sie verschlagworten. Eine Mail kann auch mehrere Schlagworte bekommen. Und durch diverse Regeln und Filter, die man sich da anlegen kann, ist es sehr, sehr einfach, in Google Mail die ganzen Threads auch zu verfolgen. Ja? Also ich kann mal mein Google Mail mal öffnen, mal zeigen. Google der Mail.
Beispiel habe ich eine Riesenliste von irgendwelchen Piratengeschichten. Ja, das mache ich jetzt mal nur in die GmbH. Also in die Wiese quasi. Hier sehe ich, okay, hier gibt es einen Thread. Frage an die Stadtverordneten, ausgerechnet. Da sind inzwischen 8 Nachrichten dabei. Nikolas hat das angestoßen. Und dann hat XY hat dann geantwortet, der Hendrik hat was dazu geschrieben, alle haben sowas dazu geschrieben und steht immer schön untereinander. So, das heißt, man kann das wunderbar verfolgen. Ja? Die Verordnungsansicht erstellt aber nicht. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst in dem Fall halt eine Verordnungsansicht, weil alle werden anhand der Zeit einsortiert. Mhm. Von oben nach unten. Das heißt, du hast die Timeline quasi von deinen Mails untereinander. Cool ist halt auch klar, weil Google ist ja auch eine Suchmaschine. Eine Mail wiederzufinden ist absolut problemlos. Da du kein von uns bist, ist es halt Google. Das wissen wir alle. Google ist, aber es ist halt, die Daten liegen dann irgendwo in den USA und muss man halt lassen. Noch irgendwelche Fragen zu Mail, Mailinglisten, Mail-Clients oder irgendwas in der Art? Das ist alles schön im Kopf. Aber was taugt web.de? Also ich habe auch einen web.de-Account, web.de taucht, ist genauso wie Outlook, gar nichts. Also das ist sehr unhandlich, GMX. Also 1&1 Internet AG oder wie auch immer das Ding heißt, United Internet heißt die, glaube ich, diese Clients, die sind sowas von alt und und das ist nicht besonders schick. Also die Web-Clients sind eher für den Arsch, aber mit Thunderbird, wenn du das dann benutzt eingerichtet hast, kannst du dann auch die Mails verschicken über web.de oder GMX. Das funktioniert wunderbar. Ich habe meine E-Mail-Adresse auch bei GMX. Und Thunderbird funktioniert das ohne Probleme. Also wir haben uns halt diese beiden Tools rausgesucht, weil das eine ist halt das quasi Standard Open Source Offline-Mail-Client. Und Google Mail ist halt der zurzeit beste Online-Mail-Client. Gibt es natürlich noch andere, Eudora, wie die alle heißen. Aber wichtig ist halt gerade bei Mailinglisten, weil das Aufkommen von Mails wahnsinnig hoch ist, dass man eine Thread-Ansicht hat. Ja. Google, also Outlook zum Beispiel, wie das der Hendrik macht, der treibt mich in den Wahnsinn, weil er findet meine Mails nie. Ja. Gut, das ist halt Outlook. Wenn man sich darauf einlässt, muss man wissen, was man tut. Gut. Dann gehen wir mal weiter im Text, und zwar Forum. Ja, das Ganze gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das Forum, das ist eine weitere Möglichkeit der Partizipation bei den Piraten. Und die Teilnahme funktioniert ähnlich wie bei den Mailinglisten. Durch dieses Forum gab es und den Mailinglisten zusammen früher immer zwei Baustellen, an denen die Leute diskutiert haben. Und da kam irgendein findiger Pirat auf die Idee, machen wir doch eins gemeinsam draus. Und hat er dieses Syncom programmiert. Das ist, das Ganze läuft so, dass die Mails, die auf der Mailingliste ankommen, auch direkt im Forum landen. Dafür kann man die Mailingliste synchronisieren. Und das Forum ist über den Link, diesen newspiratenpartei.de zu erreichen. Das sieht dann auch so aus. Hier sind alle gesynkten Mailinglisten, kann man hier lesen. Hier haben wir hier auf Hessen. Und dann sind hier unten, das hier ist im Prinzip die Mails der PBH, die Christoph gerade vorgestellt hat. Und bei Region sind alle regionalen Mailinglisten aufgelistet. Hier muss man dazu sagen, Wiesbaden ist nicht gesynkt, deswegen ist das hier auch grau. Die ganze Sache ist nämlich bei uns im Kreisverband umstritten. Man muss sich eines vor Augen führen. Also das ist also es gibt in der Piratenpartei gerade in Hessen, wir haben es schon häufig diskutiert, eine sehr große Kluft zwischen dem Forum, also zwischen den Sync-Anhängern und den Sync-Gegnern. Ich kann durchaus verstehen, also ich bin zwar ein Sync-Gegner, aber ich kann durchaus verstehen, dass es sehr praktisch ist, wenn man von zwei Medien aus diskutiert über irgendwelche Themen und die automatisch synchronisiert werden. Das heißt, ich schreibe eine Mail oder ich gehe ins Forum, das ist scheißegal, es kommt beides an. Und die Leute, die sich eher im Forum herumtreiben, in Anführungsstrichen, die bekommen auch alles mit und die gerne Mails lesen, bekommen auch alles mit. Es hat nur einen entscheidenden Nachteil. Ein Forum ist eine öffentliche Pinnwand. Eine Mail ist eine private Angelegenheit. So, und wenn man das nicht vermischen möchte, dann kann man sich nur gegen den Sync wenden. Und wir haben das in Wiesbaden für uns getan. Wir wollen diese Öffentlichkeit
Also die Öffentlichkeit ist durch die Mailingliste zwar schon hergestellt, weil jeder diese Mailingliste lesen kann. Jeder kann sie abonnieren, die CDU, die Polizei oder wer auch immer. Aber eine Mail ist immer noch was anderes als ein Forum. Man denke an die ganzen Abmahnanwälte, wenn man sagt, Merkel ist scheiße oder irgend sowas, ja, was ja nicht richtig, was nicht richtig ist, was man doch sagen kann. Nein, das nicht. Dann wäre es in einem Forum durchaus möglich, dass man da verklagt wird. Aufgrund einer Mail geht das nicht. Ja? Also diese Spannungsfeld zwischen privater Mail, ja, und einer öffentlichen Pinwand, einem Forum, die ist halt recht groß. Deswegen gab es heftige Diskussionen. Und wir in Wiesbaden haben gesagt, wir schließen uns da nicht an, wir wollen nicht gesünd werden. Also nicht. Die Sache ist auch, sollte die Entscheidung mal wieder anstehen, eher was für eine Mitgliederversammlung. Ich als Vorstand, wenn ich dann auch in Wiesbadener Vorstand drin wäre, würde mich klar dagegen entscheiden, dass der Vorstand das entscheidet, weil es einfach eine Sache der Mitglieder ist, ob sie das nutzen wollen oder nicht. Ansonsten gibt es natürlich auch die üblichen Gründe dafür, das waren jetzt die Gründe dagegen, aber ich möchte jetzt nicht auf die Diskussion weiter eingehen. Die Sache ist, oft kommt die Argumentation von wegen, man kann ein Forum besser lesen. Also in Mails ist mit einer Thread-Ansicht bei den Mail-Clients obsolet, das funktioniert auch so. Es hat also eine Sache der Einstellung. Worauf ich jetzt nur ganz kurz mal eingehen möchte, ist, aufgrund der Tatsache, dass bei dem letzten Landesparteitag der Sync der PPH beschlossen wurde, haben sich viele entschlossen, der PPH den Rücken zu kehren. Und haben über die Frankfurter Server, die im Kreis von Frankfurt stehen, eine neue Mailingliste aufgemacht, die Hessische Bucht. Also es gibt quasi eine Pseudo-PPH, wo sich all die rumtreiben, die auf die PPH und den Zünden keine Lust haben. Also das zerfasert sich gerade ein bisschen. Das ist aber besser geworden, nachdem es eine Landesparteitagsentscheidung wurde. Das Problem war, dass es eine Vorstandsentscheidung war von 5 Leuten, die gesagt haben, es wird gesynkt. Inzwischen ist es eigentlich, dass jede Menge Leute wieder zurückgekommen sind und zumindest piratige Sachen, also nur rein, was nicht privat betrifft, auch auf der PPH größtenteils wieder besprechen. Ja, also ich glaube, die Bucht ist relativ verarmt. Nur trotz alledem sind die Gegner wie ich zum Beispiel, ich werde auf der PPH nichts mehr schreiben, weil ich bin dagegen gewesen und wenn der Landesvorstand das entscheidet, dann drehe ich da ab und schreibe auf der PPH gar nichts mehr. Das ist das meine persönliche Entscheidung. Da gibt es eine ganze Menge, die das tun, weil ich möchte nicht meinen Salmon, den ich da tagtäglich über Mails verarbeite, an der öffentlichen Pinnwand gepinnt sehen. Natürlich bin ich für die Öffentlichkeit. Nur ich möchte nicht irgendwie verklagt werden oder sonst irgendwas. Scheiße. Ja, es ist halt in der Tat wohl hauptsächlich ein juristisches Problem. Natürlich, klar. Weil ein Forum gilt halt als Öffentlichkeit. Richtig. Auch juristisch als Öffentlichkeit. Das ist halt nicht. Und dann äußert man eben öffentlich, was eben Merkel ein. Ja, genau. Ja, das ist natürlich ein Straftatbestand, das ist klar. Ja. Nur so, wie dazu? In der Mail darf man das. Das ist unter vier Augen sozusagen. Ja. Nur so viel zu diesem Spannungsfeld. Also das Forum hat seine Berechtigung. Es gibt sehr viele Leute, die sich im Forum ausschließlich mit ihrem Forum herumtreiben. Und der Sync führt schon dazu, dass diese Leute auch eingebunden werden, weil halt Mail immer noch unser Hauptkommunikationsmittel ist. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen zum Forum? Soweit? Ist man da nicht angemeldet? Automatisch? Da muss man sich anmelden. Oder muss man sich separat anmelden? Wenn man angemeldet ist bei einer Mailingliste, bin ich dann auch quasi gleichzeitig angemeldet im Forum. Nein. Forum ist ganz synchronisiert. Eine ganz Also die Mails kommen im Forum und auch das, was du im Forum schreibst, kommt als Mail. Aber zum Lesen musst du dich explizit anmelden. Wird dann im Forum auch die E-Mail-Adresse veröffentlicht? Wie das jetzt genau aussieht, kann ich dir gar nicht sagen. Nee, ich glaube nicht. Marburg. Da sind nur Benutzernamen drin. Es kann sein, dass da nur die Benutzernamen drin stehen. Hm. Ja, da stehen nur Benutzernamen drin und auf der Mailingliste taucht es dann irgendwie so @news.iran.de auf. Also ist das nicht die originale Mailing-Adresse, also nicht die originale Mailing-Adresse. Gut. Wenn es sonst keine weiteren Fragen mehr dazu gibt, dann würde ich auf das Gedächtnis der Partei eingehen. Wichtig. Ihr habt bestimmt alle schon mal den Spruch gehört, such's halt im Wiki. Das ist sehr sarkastisch gemeint, weil das Wiki ist unser Gedächtnis, unser unser Datensync. Also das ist die Grube, in die alles hineingekippt wird, was irgendwie an Informationen greifbar ist und was irgendwie an Informationen verbreitet werden soll.
Ich glaube, jeder KV hat eine Wiki-Seite, jeder Pirat hat eine Wiki-Seite. Alle Programme, alle Protokolle, es gibt wirklich alles, was irgendwie digital verwertbar ist. Als Quelle kauft es uns nicht. Also was für die Allgemeinheit wichtig ist. Man muss dazu sagen, dass Wiki ist eine Abkömmling, also es benutzt die Software MediaWiki, mit der auch Wikipedia betrieben wird. Das heißt, in Wiki zu schreiben, bedeutet, man muss ein klein wenig eine Syntax beherrschen. Ja. Bevor ich aber jetzt auf den Editor eingehe, zeige ich euch nochmal ganz kurz das Wiki generell. Also das Wiki, bei Wiki muss man sich anmelden, also man braucht da auch einen Account. Jeder, der sich da einen Account macht, kann sich auch so eine Seite basteln. So eine Übersichtsseite und dann entsprechend werden auch die einzelnen Beiträge, dass er da irgendwas schreibt, dann muss man auch mal Lust daran reinschreiben, dass hier gerade so viel, wer das nicht gerade hier verbrochen hat. Es gibt, ich habe nichts gemacht, müsste ich mal Wiesbaden suchen. Wer hier etwas findet, die Suche, ihr seht schon, man sucht sich im Wiki ein wenig zu Vogel. Gibt es da nicht irgendwie so ein Protokoll oder was? Aber Christoph, ja? Als Google-Fan müsstest du doch wissen, dass die Google-Suche im Wiki besser findet als die Wiki-Suche. Da hat er vollkommen recht. Wiki, Piraten, Wiki, siehe da! Okay, also falls ihr mal die Google kommt, die super sind Wiki, macht über Google. Das sieht besser aus als wir. So, also das hier ist zum Beispiel die Hauptseite des Kreisverbandes Wiesbaden, wo eigentlich all das abgelegt ist, was im KV wichtig ist. Wie zum Beispiel die kompletten Vorstandsprotokolle. Sind inzwischen schon ein paar gewesen. Das heißt, hier wird immer all das abgelegt, was in der Vorstandssitzung besprochen wurde und was irgendwie beschlossen wurde. Das heißt, also nicht, wir haben gerade ein Konto, 829 Euro und 2 Cent Barschaft. In der Kasse sind 68,30 Euro, etc. Also die kompletten Protokolle werden abgelegt. Dann werden da auch die Satzungsänderungsanträge für diverse Kreisparteitage abgelegt. Hier zum Beispiel unter wikipiratenpartei.de/he heißt Hessen, he.punkt heißt Hessen, Kreisverband-Wiesbaden/Kreisparteitage findet man einen Link auf den demnächst stattfinden. Ich glaube, der Termin war nicht ganz so trocken, natürlich, aber am 25. Februar findet der nächste Kreisparteitag der Piraten Wiesbaden statt. Hier im Wiki werden halt unter anderem die Anträge diese gesammelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Antrag, ich habe es ja hier einen eingestellt. Ah, hier oben gibt es einen. Den ist Objekt 4 Wochen vorher. So, aber ich den Antrag vom Jörg, den möchte ich jetzt mal bearbeiten, weil der ist mir, weiß ich nicht, gehe ich da rein und könnte quasi den Text, den der Jörg da geschrieben hat, jetzt entsprechend bearbeiten. Sag ich, okay, ich bin jetzt mal hier, Freunde Christoph. So einen guten Antrag, das kann einfach nicht passieren. Oder ich schreibe noch irgendwas dazu und hier oben gibt es so ein paar kleine Formatierungsmöglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel etwas fett im Wiki machen möchte, das ist die Wikimedia-Syntax, muss ich drei einzelne Anführungszeichen machen, dann den Text schreiben und wieder drei Anführungszeichen zu. Dann erscheint das fett. Wenn ich etwas kursiv machen möchte, dann muss ich nur zwei, glaube ich, war das jetzt, oder? Ja, zwei waren, glaube ich, kursiv. Zwei Anführungsstriche waren kursiv. Also mit dieser Syntax muss man sich ein klein wenig beschäftigen. Da gibt es im Wiki auch eine How-To-Seite. Ich glaube, die ist hier unten, die Bearbeitungshilfe. Da steht, wie man etwas formatiert.
Diejenige, die sich im Rassen war, diesmal mit dem am besten auskennt, ist, glaube ich, die Judith. Die hat auch so sogenannte Vorlagen, Templates geschrieben, mit denen man dann noch richtig schicke Sachen machen kann. Aber fragt mich jetzt nicht, wie das funktioniert. Ich habe nämlich selber keine Ahnung. Findet man das Template im Wiki? Ja, also, definiert im Wiki angewandt. Also man kann sich diese, mal ganz mal die Mühe machen, aber ich möchte diese sich die umfangreichen Hilfeseiten, die es hier schon gibt, anschauen, wie, was weiß ich, wie mache ich Listen und dann archiviere jetzt auch die Vorlagen, How-to-Vorlagen, das zum Beispiel ist eine Tabelle, wie man hier mal Tabellen definiert, hier steht drin, wie man Vorlagen definiert, das wäre jetzt so eine Vorlage. Also, da möchte ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, weil die Syntax von MediaWiki ist immens. Also, die kann echt eine ganze Menge. Im Zweifelsfall kann man immer noch HTML nehmen, wenn man das dann beherrscht, das funktioniert nämlich genauso. Also, man kann genauso in diesen Dingern rumschreiben mit ganz normalen HTML, weil am Ende wird ja auch nur HTML ausgebaut. Am einfachsten ist halt bei der Bearbeitung von Seiten, sich einfach mit einer Seite, die es schon gibt, sich anzugucken, wenn der Aufbau einem gefällt, und einfach erstmal Copy-Paste. Also so der Aufbau der Syntax Copy-Paste und taucht auch schon so auf, wie man es gerne hätte. Wenn nicht, muss man gucken, wo könnte man was ändern. Also das ist so ein bisschen rumbasteln, rumprobieren. Ich bin jetzt mal fies und ändere jetzt meinen Namen wieder auf RMD, weil das geht besser. Und jetzt zeige ich mir das nochmal in der Vorschau an, wie das dann nachher aussehen würde, wenn ich das dann abspeichern würde. An der Stelle RMD. Aber ich bin jetzt mal mit einem Schlaf in den Reaktor wieder rein. Und sage, es wurden nur Kleinigkeiten geändert, kann man hier oben ankreuzen. Da gibt es gibt ein Benachrichtigungssystem. Man kann die Änderungen auf bestimmten Wiki-Seiten abonnieren. Dann bekommt man eine Mail von wegen, da hat sich was geändert, da kann man nachgucken. Wenn es aber nur Kleinigkeiten sind, dann kann man sie ignorieren. Ich sage mir hier, Seite speichern. Und der Text, den ich jetzt nicht geändert habe, ist jetzt übernommen. Das sind jetzt die einzelnen, also auf einer Wiki-Seite gibt es einzelne Bereiche, die man bearbeiten kann. Man kann aber genauso die komplette Seite bearbeiten. Das ist dann natürlich etwas umfangreicher, dieser Text hier. Mit vielen Formatierungen etc. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, deswegen kann man sich einzelne Bereiche vornehmen und kann die bearbeiten. Das sind jetzt so die Satzungsänderungsanträge für unseren nächsten Kreisparteitag. Also nochmal, um auf die Syntax einzugehen, die wichtigsten sind das Gleichheitszeichen, wenn wir gerade nochmal auf der alten Seite gehen. Die sind dafür da, je weniger man hat, desto größer sind die. Es geht dann um die Überschriftengröße bei den Gleichheitszeichen. Dann haben wir noch die Raute, das ist für eine nummerierte Aufzählung. Und das Sternchen für eine nicht nummerierte Aufzählung, das einfach nur Punkte da auftauchen. Damit kann man eigentlich schon relativ viel dann machen auf dem Wiki. Und die Gleichheitszeichen, die sorgen auch dafür, dass man ein Inhaltsverzeichnis machen kann. Also ihr seht es zum Beispiel hier oben wird automatisch, das ist wieder von der Vorlage vorgegeben, im Inhaltsverzeichnis werden automatisch alle Überschriften zusammengesammelt. Ich mache jetzt einfach mal ein neues. Ich schreibe jetzt mal ganz recht hier oben hin. Satzungsänderungsantrag gleich. Satzungsänderungsantrag 00. Drei wie auch für alle. Danke. Das ist ein Antrag. Das gehört nicht in die Satzung. Satzungsänderungsantrag. Das gehört nicht in die Satzung. Oh. So. Er hat jetzt hier oben automatisch den Satzungsänderungsantrag 00 oben reingemacht und so sieht man im Inhaltsverzeichnis relativ schnell, okay, was hier geht und was nicht geht. So, ich mache das jetzt wieder weg, weil das ist ja. Das will ich keiner lesen. Ich bin kein Biertrinker, deswegen mache ich wieder weg. Wahrscheinlich. Fragen zu Wiki, bestimmt eine ganze Menge, aber so grundlegende. Kann man da auch Grafiken, Dokumente oder ähnliches einbinden? Ja. Also es gibt hier, wenn es hier um Arbeiten geht, gibt es hier die Möglichkeit, stimmt, mal hier kann man Bilder einfügen. Originalbild, genau.
Das, man muss allerdings vorher das Bild hochladen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Hier wird Datei hochladen, das ist auf jeder Seite sichtbar. Kann ich jetzt eine Datei hochladen. Gebe der einen Zielnamen und gebe der noch irgendeine Beschreibung. Und den Zielnamen, den muss ich mir merken. Ja. Und kann ich dann nachher im Wiki mit dieser Syntax, die, die auch diese Unterstützung bietet, diese Doppelklammern, dann der Zielname, Klammern wieder, wieder zu und dann übernimmt er das Bild in dieses Dienst ein. Das heißt, es gibt einen großen Pool von Bildern, also einen großen Pool von Dateien, die man da, die abgelegt sind, man muss immer wissen, wie die heißen. Also man muss aber dazu sagen, es gibt Begrenzungen für die Dateien, die stehen hier. Also die Datei darf nicht größer als 2 Megabyte sein. Es gibt auch nur bestimmte erlaubte Dateitypen. Und zum Beispiel das übliche bei Microsoft Doc-Format ist zum Beispiel nicht erlaubt. Dahingegen eher das ODT, also das offene Dokument-Format, das kann man hochladen. Also das beschränkt sich nicht auf nicht Bilder. Ja, ja. Wenn man da Videos oder sonst irgendwelchen Kram da einfügt, das ist das funktioniert. Und dabei öfter vor, dass der sagt, ja sorry, also diese Datei kann ich nicht hochladen, oder diese Datei ist nicht erlaubt oder sowas. Das ist ja so ein bisschen tief, so wenn das sind meistens unsere Teilnahmen, wir werden einfach mal irgendwie anders probieren. Oder ist es größer als 2B? Bei 2B ist es mal größer. Also gerade bei 3 Tipps, also ich kenne keine Tipps, die besser sind 16 mal 16 Pixel, die größer sind, die gerne ganz gerne leer. Ja, aber das schaut definitiv nicht. Also ich habe alle Vorgaben beachtet und habe die Scheiße einfach nicht hochgeladen. Dann sitzt das Problem vor der Tastatur. Also wir hatten mit Wiki ja auch schon so unsere Problemchen. Das Wiki ist halt, es ist schon relativ robust, aber da passiert dann irgendwie mal, wie jetzt mal unser Forschungsprotokoll, da läuft irgend so ein Bilderbot und löscht uns die ganze Zeit wieder irgendwelche Einträge raus. Also das Wiki ist, ist nicht so eingemeißelt, was da dann steht. Wer ist denn Wiesbaden eigentlich dafür zuständig, das zu pflegen? Nein, du bist Pirat, also bist du Wiki zuständig. Für die Bereiche, das ist genau das gleiche wie wir bei den Piratenarbeit auch. Du sagst, hey, ich will Stadt machen, dann kümmere dich drum. Hey, ich will die Wiki-Seite machen, dann kümmere dich drum. Das ist, ne? Du kennst. Das ist auch unsere Frontseite, war doch mal die Judith, oder? Ja. Also die Judith kennt sich damit am besten aus, die hat diese ganzen Templates gemacht für uns. Also ich kann da mal auf die Frontseite gehen, die ist wirklich cool. Weil sie hat da wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ihr seht ja hier diese Wegweise, die automatisch erstellt werden. Ne? Diese ganzen Dinger hier, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, also mir ist es völliges Rätsel. Aber sie hat es hingekriegt und wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt sie gerne anschreiben. Judith Sabel-Rotter, Hessen.de, die ist ja Generalsekretärin. Wird vielleicht nicht ganz so die Zeit haben, jetzt sich um sie zu kümmern, aber sie ist immer da und man kann sie ansprechen. Ich sitze an der Quelle. Genau. Ich sehe sie jeden Tag, weil sie meine Kollegin ist. Ja. Also mehr fleißig schreiben. Ja. Also wirklich wichtig ist, ich kann auch nochmal was anderes zeigen, weil viele Leute haben gesagt, dass man diese ganzen Informationen im Wiki einfach nicht mehr findet, sondern die Forschungsprotokolle. Ne? Wir hatten ja dieses Problem, dass da so ein Bot drüber gelaufen ist. Wir haben inzwischen auf unserer Wiesbaden-Seite habe ich eine so ein paar Kleinigkeiten gemacht, die das Wiki anzapfen. Das heißt, diese Seite ist dynamisch, da lese ich im Prinzip aus dem Wiki alle Protokolle aus und stelle sie als Links dar. Das heißt, ihr könnt die Protokolle der Forschungssitzung auch über unsere Website, wenn du dann hier draufklickst, wirst du dann auf die entsprechende Wiki-Seite geleitet. Die Seite existiert noch nicht, aus dem Tor. Wenn man da so einen Zirkelzug herstellt, also verlinkt man das andere, das verlinkt man das Internet? Ja, das ist ein Webserver. Also Webserver, wenn ich die ganze Redirecten ist nach 3 Redirects Schluss. Ah. Die merken das. Okay. Früher ging das. Aber ihr Wiki ist ja so, so quasi. So, es ist ja auch ein Automatismus, du musst schon einen Lauf kriegen. Ja, also, wenn ich gerade dabei bin, was es auf unserer Website ja auch noch gibt, wir haben ja hier diese ganzen Arbeits- und Projektgruppen. Wie zum Beispiel,
Klausurtagung oder Mitgliederbefragung, das war Nico, die dann die Kamera AG etc. Und auf der Piraten, also auf der Wiesbaden Homepage, werden die hier auch automatisch ausgelesen und hier eingestellt. Das heißt, man kann an die Arbeitsgemeinschaften auch direkt über diesen Link hier ran. Dann sieht man hier im Prinzip die Basisinformationen. Das sind die gleichen, die hier drin stehen. Also das ist ein Abzug von. Also wenn sich wirklich was ändert, ändert sich das auf der Piratenseite direkt mit. Es wird jedes Mal neu ausgelesen. Es ist halt ein bisschen einfacher, über unsere eigene Seite an die Dinge ranzukommen, die wirklich wichtig sind, die wirklich dauernd gebraucht werden, wie die AG-Seiten oder wie gerade die Forschungsprotokolle. Wenn du wissen willst, was läuft in Wiesbaden, liest du Forschungsprotokolle. Ja? Dann gehst du halt auf die Website, gehst hier auf den Link und dann schau ein bisschen drin. Was war am 8. September? Ja, da haben sie beschlossen, dass sie 30.000 Euro ausgeben für Kulis. Ja, irgendwas. Fragen zu Wiki? Wird die denn überhaupt aktiv genutzt? Also macht es Sinn, da was reinzuschreiben oder ist das dann. Natürlich. Also, gerade wenn es um Informationen geht, wie vorbereitende Informationen, wie im Kreisverein Heidelberg, irgendwo muss man jetzt Satzungsanträge sammeln. Wir schreiben uns nicht in E-Mails hin und her. Ich habe einen Satzungsänderungsantrag und schickst ihn an den Vorstand. Der Vorstand wird sich bedanken. Ja, das bringt nichts, sondern stellst halt einen Wiki an, da kann das jeder nachlesen. Und kann dann, wie der Michael zum Beispiel, ich habe einen Satzungsänderungsantrag geschrieben und dann meinte er, da könnte man hier, und hat direkt unten einen dran, bis Satzungsänderungsantrag 2b und das nur ein bisschen verfeinert. Und so entsteht dann auch wirklich, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit Mails darüber machen würde, das würde ewig dauern. Ja. Noch schneller geht die kollaborative Zusammenarbeit mit dem Pad. Danke für die Urlaub. Genau. Also die Sammlung von Satzungsänderungsanträgen oder generell Sammlung von Anträgen oder die Sammlung von Informationen passiert über das Wiki. Genau. Die Erarbeitung läuft über das Pad. Genau. Wenn jetzt Christoph meint, dass das Person XY schickt dem Vorstand einen Satzungsänderungsantrag, der Vorstand bedankt sich tatsächlich dafür, er stellt ihn dann ins Wiki. Nee, der Vorstand schickt das Postfeld zurück, dann stellt es ins Wiki. Nein, das kann der Vorstand machen. Also das eine ist so zum Erarbeiten, worauf wir jetzt gleich eingehen, und das andere ist halt, das ist halt die Datenbank. Das ist die große Wiki-Piraten-Datenbank. Wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, würde ich sagen, macht der Bernd auch mal direkt weiter mit Piraten. Genau. Also das Piratenpad ist ein Tool zum gemeinsamen Verfassen von Texten und das basiert auf der Etherpad-Software. Die Piraten haben dafür einen eigenen Server aufgesetzt, der kam ja auch schon mehrfach in der Presse vor, für verschiedenste Dinge. Allerdings gibt es dort wenig Formatierungsmöglichkeiten. Das Ganze sieht so aus, ich zeige es jetzt auch nochmal real. Das können wir Sepp hier mal gerade mitschreiben. Genau, wenn der Sepp gerade mal mit ins Pad geht, statt an der Kamera rumzufummeln. Der Sepp macht das Pad gerade mal in die Kamera, dass auch einer was sehen kann von außerhalb. Und dann tippt der Set auf. Und dann kann man hier Dinge reinschreiben. Also ich bin jetzt hier angemeldet, also das Piratenpad ist natürlich genauso wie jedes andere Rolle auch, mit Anmeldung. Wenn du angemeldet bist, es gibt aber öffentliche Pads, da muss man sich nicht anmelden. Es gibt öffentliche Pads, da muss man sich nicht anmelden. Aber jetzt so viel intern gebaut, dann meldet man sich halt einmal am Piratenpad an, sieht dann alles, was wir in Wiesbaden so treiben. Die fast alle Mitglieder in Wiesbaden, denke ich mal, haben einen Piratenpad-Account. Ja, und dann denkt sich, okay, ich muss noch eine Pressemitteilung schreiben. Ich habe das auf der Bundesinternation schon erlebt, da waren zeitgleich 60 Leute dabei, eine Pressemitteilung zu schreiben. Die waren in 6 Minuten fertig. Also man kann halt... Es ist echt fett, was man da macht. Man kann halt Texte, die hier in diesem Bereich geschrieben werden, also im großen Hauptbereich, kann jeder Texten, der mit drin ist. Das ist, wenn ich jetzt sage, das kannst du nicht schreiben, das heißt Personen, Leute, doof an. Kann man auch sofort ändern, also durch die Farben sieht man auch, wer es geschrieben hat. Hier neben sind nämlich die Leute angezeigt, die angemeldet sind. Und über diesen Button kann man sich die eigene Farbe ändern, falls die einem nicht gefällt oder falls zu viele jetzt mit der Farbe rumlaufen. Kannst du mir alle auch angeschmolten? Ja, als Beispiel. Das ist ein bisschen entscheiden können. Dann heißen sie alle Pirat. Und hier oben ist halt noch ein kleiner Chat. Da kann man dann ganz normal chatten, das taucht halt auch nicht im Text auf. Hier gibt es halt ein paar Formatierungsmöglichkeiten, darunter
Fettmarken formatieren, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen. Dann eine lose Liste ist möglich, also ohne Nummerierung. Ohne Liste. Oder und halt Einrückung. Das war es aber dann auch schon mit den Formatierungsmöglichkeiten des Pads. Was allerdings wunderbar funktioniert, ist über das Pad auch schon die Wiki-Syntax zu benutzen beim Schreiben. Dann braucht man es einfach nur Copy-Paste ins Wiki zu kopieren. Dann braucht man das nicht nochmal machen. So gehe ich jetzt. So macht er das. Sonst wäre jetzt die Frage gewesen, wie, wenn er irgendwas gebaut hat, dass dann. Also ich ziehe was mal anders. Ich schreibe den reinen Text, ich mache keine Formatierung. Ja, und formuliere es nachher. Aber das ist so jeder. Sepp zeigt es hier gerade mit dem Gleichheitszeichen. Und zum einen hier die eine Überschrift mit dem einfachen und dann hier eine Unterüberschrift mit einem zwei Gleichheitszeichen. Das taucht dann auch so im Wiki auf. Dass das verschiedene Größen der Überschriften. Also nicht, dass wir uns da falsch stellen, das Piratenpad beherrscht diese Wiki-Syntax nicht. Ne? Das ist nur schon mal eine vorbereitende, also irgendwie, man möchte ja auch Überschriften machen. Man hat aber hier nicht die Möglichkeit, die Textgröße zu machen. Also ist es natürlich sinnvoll. Man übernimmt dann gleich die Wiki-Syntax, weil der ganze Kram sowieso immer. Und oder auch nicht. Ja? Aber das Schöne ist, man lernt ganz schnell, das Pad zu lesen, wie ein Wiki spielt. Ganz schön, ja. Wenn man ein bisschen gearbeitet hat, kann man das genauso lesen. Und was man auch wissen muss, ist, das Ding ist ein ehemaliges, also die Internet Foundation, ja, die wurde gegründet, nachdem Google die Firma Internet gekauft hat. Und das ist ein Google-Produkt, das ist es auch immer noch. Ja. Nur wir betreiben unseren eigenen. Also wir haben den Source Code genommen von der Internet Foundation und haben einen eigenen Pad-Server. Also, das heißt, Ethernet gehört zwar Google, aber wir betreiben unser eigenes Server. Deswegen kann man ja auch wegnehmen. Ging das ja gar nicht. Ja. Also Google hat halt die komplette, den kompletten Quellcode veröffentlicht, daher haben wir auch den eigenen Server aufgesetzt. Was auch ganz schön ist, gibt die Möglichkeit, ist über diesen Button hier, welchen? Diesen hier, die Farben zu entfernen. Wenn eine Person zum Beispiel jetzt einen ellenlangen Text schon mal vorbereitet hat und sagt dann, schick den rum, von wegen, liest doch mal Korrektur, macht er vorher die Farbe weg, und dann sieht er sofort, wo was geändert wurde. Weil wenn wir jetzt hier wieder was reinschreiben, wie jetzt Sepp das gerade getan hat, sieht man sofort, weil das wieder farblich unterlegt ist, dass da was geändert wurde. Der hat schon mal Texthand angelegt. Das kann Sepp gewesen sein. Der löscht dann quasi die alten Farben raus. Der löscht alle Farben, die bis dahin vorhanden sind. Also, wenn man so einen Stand hat, wenn man so einen Stand hat, redet es jetzt mal unter Stand, dann frieren wir den quasi ein, wir machen alle Farben weg. Wenn dann da einer noch drin rumfummelt, siehst du es direkt, weil schon wieder die blaue Farbe da drin ist. Ja. Das kann man auch selektiv machen, habe ich festgestellt. Ja. Selektiv der Text und dann nur da die Farbe. Ja, das ist ordentlich. Wie lange bleibt denn das gespeichert? Ach, solange Strom gibt. Ich kann es. Es gibt diese Teampads, wo die halt eine Anmeldung erfordern. Da sind die ganzen Pads so lange da, bis man sie löscht. Es gibt allerdings auch die öffentlichen Pads, die hier über diese neue Pad, wenn wir gerade mal. Ne? Die UI 3 oder was? Ja, genau. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel, was tut der Forscher gerade? Das ist eines unserer neueren Pads. Dieses nicht, dass der Forscher was tun würde. Aber das war eigentlich die Idee, die haben die Hessen mal eingeführt. Das heißt, hier schreibt der Vorstand immer rein. Also, man kann sich anschauen, was für Security-Möglichkeiten es gibt. Und zwar private. Das heißt, man kann einen Pass machen, was Passwort ist. Das kennt man nur selbst. Und man schickt das noch bei irgendeinem anderen, der kann dann auch da rein. Das ist sinnvoll, wenn ein Ding unter dem Deckel bleiben soll. Die meisten, wenn man etwas anlegt, neu anlegt, ist es public read only, das heißt nicht lesbar, also nur lesbar, nicht beschreibbar von Gästen. Wenn man es richtig public haben möchte, dann muss man diesen Haken hier rausmachen und dann kann jeder schreiben. Ja, egal ob er angemeldet ist oder nicht. Es gibt aber hier oben auf dem Link hier, Piratenpad, gibt es auch immer eine Liste von View Our Pads. Hier zum Beispiel von allen Pads, die wir
aktuell am Laufen haben. Und hier kann man dann auch sagen, okay, ich mache hier mal einen weg. Brauchen wir nichts mehr, hat es erledigt. Man muss ab und zu mal aufräumen, weil da ist schon ganz schön viel Kram dahinter. Jetzt 256 Tage her, das wird schon wieder eine Zeit. Und hier sieht man auch, wer da alles seine Finger drin hat. Und wer da alles mitgeschrieben hat. Dann sieht man hier noch auf so einer Liste die eigenen Pads, die man angelegt hat. Und es gibt noch archivierte Pads. Das sind die, die, also es werden automatisch die Pads, die man nach 200, ja, das sieht man ja hier. Muss man schon mal einschicken. Das heißt, wenn man jetzt gerade löschen möchte, dann muss man nicht hier das Einladungslisten kaufen. Das ist unser erstes Ahoi. Richtig, da kommen wir richtig halb die Kühe auf. Also es gibt eine ganze Liste, also man kann immer nachvollziehen, wo man jetzt gerade was ich weiß, was ich jetzt. Wie gesagt, es gibt dieses Teampad, das hat dann einen mehr oder minder geschlossenen Benutzerkreis. Die kann man natürlich die Pads auch öffentlich stellen, dass es auch andere lesen und beschreiben können. Aber grundsätzlich ist es erstmal nur für die angemeldeten Nutzer da. Und dann gibt es noch die komplett öffentlichen Pads. Und die sind dann schlicht und ergreifend über piratenpad.de zu erreichen. Also das hier ist das neue Teampad, darüber haben wir dann das gemacht. Das ist das neue Pad, da erscheint ein komplett neues Pad, das ist für alle öffentlich, da die werden auch nach einer bestimmten Zeit, wenn da nichts mehr drin passiert ist, gelöscht. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, 90 Tage. Danach sind sie weg. Probieren Sie jetzt eben, wie man da Wiesbaden und Piratennetz, das ist ja unsere eigene kleine Ecke auf dem Piratennetz. Das ist jetzt die Hauptinstanz. Kleinigkeit am Rande, das Wiesbaden, die Piratenpad, wenn es eingestellt ist, die Teampads können ja nur von im Normalfall von Leuten bearbeitet, erstellt werden, die dort einen Account haben. Richtig. Man kann die aber so einstellen, die Teampads auch, dass jeder unter Wiesbaden ein Teampad eröffnen könnte. Das wäre automatisch auch völlig public. Also ihr könntet zum Beispiel den Leuten dann praktisch auch ohne Account das Recht geben, so ein Pad zu erstellen. Sinn und Zweck der Übung wäre, dass man so ein Pad später schützen könnte, dass es nach 90 Tagen nicht verfällt. Und dass man es aber auch löschen könnte, wenn es völlig unsinnig ist, weil die normalen Piratenpads kann man nicht löschen. Die sind einfach da und die werden halt irgendwann nach Inaktivität automatisch gelöscht. Ja. Wie oft muss man sich denn da anmelden? Mach nur einmal. Also wenn ich jetzt so ein Wiesbaden-Pad habe, dann brauche ich kein Piratenpad mehr an mich anmelden. Also das normale Piratenpad, so wie du das jetzt hier auf dieser Seite siehst, wenn du hier ein neues Pad erstellst, hat gar keine Anmeldung. Beim Team allerdings du bekommst halt dieses Teampad, so eine Übersicht als derjenige, der es erstellt hat. Du bist automatisch Administrator. Du kannst dann Leute halt einladen. Also praktisch hier den Namen eingeben und hier halt deinen Namen und die E-Mail-Adresse. Und dann bekommst du auf diese E-Mail-Adresse halt einen Link und hast du dieses Teampad, diese Teampad-Übersicht. Also darauf kannst du die Leute einladen. Da kann er dann schreiben. Das Teampad ist quasi die kleine Ecke, die wir auch haben. Wir haben ein Team, das nennt sich Wiesbaden.piratenpad.de. Die RTKler werden dann auch eins haben mit RTK.piratenpad.de, bla bla bla. Oder wenn wir dann eigentlich haben, muss Günni.piratenpad.de und in diesem Team kannst du dann N-Pads anlegen. Das ist quasi deine eigene kleine Ecke auf Piratenpad. Fragen zum Pad? Die meisten Fragen ergeben sich doch sowieso, dass man mal anfängt, damit zu arbeiten. Ja. Kann ich die irgendwie abspeichern in einem Format, die Pads, also was ich da erarbeitet habe? Also es gibt hier oben eine Import-Export-Möglichkeit. Import sind nur zwei Dateien möglich, HTML, Word, RTF. Versucht es mir gerade gar nicht, da kommt nur Scheiße. Also. Schade. Exportieren kann man es als HTML, Plaintext, Wiki ist auch eine Möglichkeit, Open Document, PDF und Word. Ich kann schreiben, wenn ich es nicht exportieren kann. Eben. Und was wirklich schön an der Sache ist, immer wieder auf einen bestimmten Stand zurückzusichern. Es gibt hier vorhin den Timeslider. Mit dem Timeslider sieht man, welche Ermöglichen ist jetzt, dass ein bestimmter Beispielseiter ist. Jetzt wenig passiert. Ich nehme mal so einen alten.
Ach, Vorschusslösung, das war doch der. Man sieht ja am Rand leider, was auf diesem Pferd schon alles passiert ist. Das heißt, man sieht hier wirklich, das Vorstandssitzungspferd ist das Pferd, wo der Bernd, weil er meistens der Protokollant war, während der Vorstandssitzung mitschreibt. Was auf der Vorstandssitzung passiert, das Protokoll quasi anfertigt, was leider zurück kopiert wird. Und da er immer das Gleiche nimmt, kann man hier an diesem Piratenpferd Vorstandssitzung auch schön sehen, die einzelnen Änderungen der Protokolle. Das wird jedes Mal das Protokoll kommentiert und dann beschrieben. Man kann das, glaube ich, auch ablaufen lassen. Die Lebenslinie ist. Dann sieht man, was ich da jetzt gerade so, das ist wie ein Video, was ich da angucken kann. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Man kann es nur nicht. Es geht sogar im Fullscreen. Und man kann auch bestimmte Revisions speichern. Da wäre so, okay, ich habe jetzt den Stand erreicht, da kann man die Farben wegmachen und macht Save New. Und zwar, das ist dann gerade ein Stand weggesichert, ja, der immer wieder zurückholbar ist. Das heißt, da kann jeder wieder dann umschreiben und ich sage, nee, das ist Blödsinn, ich gehe zurück auf meinen Stand von Januar. Das ist mein Dings und dann kann ich also 2, 3, 4, 5 so Snapshots erstellen, wie man heute in der Neues Recht so schön sagt, sondern hat dann die Zugriffe drauf. Weiß auch Fragen. Sieht so aus, dann leite ich jetzt auf das Doodle um. Schon wieder ich. Ihr habt das bestimmt schon gehört, ein Doodle. Doodle ist nichts, was die Piratenpartei besitzen würde. Doodle ist eine Website. Eine Schweizer Website. Die haben sich irgendwann da aufgemacht mit der Idee, wie lassen sich denn Terminabsprachen am besten bewerkstelligen. Wenn 2 sich treffen wollen, rufen sie sich an. Wenn 3 sich treffen wollen, dann machen sie eine Telefonkonferenz. Aber wenn 50 sich treffen wollen, wird es schon spät. Ja? Finde mal einen Termin mit 50 Leuten. Das ist extrem scheiße. Das kennt jeder, der schon mal irgendeine Veranstaltung organisiert hat und guckt, dass die möglichst besten Termin. Mit Doodle geht es auch wahnsinnig einfach. Ich sage jetzt mal, das ist ein lesbarer Test. Die Örtlichkeit ist im Müllerhaus. Also unter doodle.com, das ist die Adresse unter der Beschreibung. Ich weiß nicht, da gibt es eher mal ein. Dann gebe ich meinen Namen ein. Das ist doch, oh, ich mache mal kurz. Ja? Weiter? Und auf die E-Mail-Adresse, die ist insofern wichtig, da kommt einmal der Administrationslink zu diesem Doodle hin und man bekommt jedes Mal, wenn jemand neu sich eingetragen hat, eine Mail. Das heißt, man kann jedes Mal nachgucken. Das heißt, wenn ihr ein Doodle aufmacht, ist derjenige, der sie aufmacht, der Administrator. So, er kann dann sagen, Doodle ist jetzt vorbei, oder ich nehme mal ein Doodle dazu oder irgendwas in der Art. Alle anderen bekommen nur einen Link geschickt, das zeige ich da gleich. Die können nur sagen, ich mache mit oder nicht mit. Oder an dem Termin kann er eben nicht. So. Oder vielleicht. Bitte? Oder vielleicht. Oder vielleicht. Oder vielleicht. Genau. Aber der Administrator hat dann noch wesentlich mehr mit. Also der das Doodle aufmacht, ist der Admin automatisch. Ist alles okay? Welche Daten hätten wir gern? Wir hätten hier 23, 25, 29, 28. Ich will irgendwas machen. Das sind 5 Termine, die ich zur Auswahl stelle. Dann mache ich vielleicht noch, nee, Zeit mache ich jetzt nicht. Also man kann das aber auch beteiligen, zu welchen Uhrzeiten ich das machen möchte. Okay, eine einfache Umfrage. Bei der einfachen Umfrage hast du aber auch nur die Ja-Nein-Möglichkeiten. Ich habe es ja eben noch, wie ihr gesehen habt, die erweiterte. Da gibt es noch dieses Vielleicht, beziehungsweise wenn es sein muss. Wenn es irgendwie geht. Hier auch nochmal das Interpretieren bestimmt. Wenn man das Google festgestellt hat, gibt es 2 Links. Und zwar den Link zu teilen, da kommt man also zur Verwandlung der Mail zugeschickt. Die sind ja auch. Aber diesen kann man dann direkt versenden. Ja. Den nimmt man dann und ich mache den zweiten Browser auf. Oder ich habe dann hoch und ich meine, ich merke, dass ich das selbst gemacht habe. Das wäre dann, ich verschicke dann den Link und diejenigen, die das dann bekommen, die sehen dann diese Ansicht hier. Wie es war im Test, eine Umfrage von Christoph. Ach ja, Hans, ich kann am Donnerstag und am Sonntag. Und dann ist es gespeichert.
Zurück zur Umfrage. 5, 10, 6. 10, 10. Ja, bis Raffi kommt, ist okay. Hans hat gesagt, er könnte am Donnerstag und Sonntag. Und es geht dann endlos weiter. Also wenn du 50 Leute irgendwann hast du Spalten, da das alles grün ist. Das ist ein Termin. Oder da könnte zwei nicht auf die Bilder verzichten, dann nehme ich den Termin. Oder irgendwas in der Art. Das ist eine ganz interessante Sache, wie man diese Termine findet. Gibt es noch eine Kalenderansicht, mit der kann man sich dann anschauen, ob es da irgendwelche. Man kann Doodle auch benutzen, um seine eigenen Termine zu verwalten, so ein bisschen. Die meisten Fälle brauchen wir nicht, aber die Möglichkeit gibt es. Das Wichtigste ist dann schlicht und ergreifend, die Teilnehmer bekommen dann diesen Link, gehen einfach auf diese Website, ohne sich da anzumelden, tragen sich selbst ein, ich kann dann und dann schicken wir es ab und fertig ist der. Und alle Teilnehmer sehen auch, dass der Hans an diesem Fall erfahren hat. Das ist der Hans, der da kann. Ja. Gut, also den Namen, der da vorne eingetragen wird, ist völlig egal. Also kann jeder sich eintragen. Ja. Es kann auch ein Nickname sein. Ja, klar. Das wird das bei Sie. Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt als Drittes jetzt irgendwie sage, ich kann nur Dienstag und Donnerstag nicht, dann würde ich aber den Abbruch der Hans von da. Dass man das dann auch. Ich kann mal gerade den KPT, das KPT-Doodle mal vorführen. Also das stimmt nicht ganz, was du sagst, weil du kannst du nicht Doodle auch so schalten, dass die Teilnehmer andere Teilnehmer nicht sehen können. Das geht auch. Ja, ja, mich interessiert eigentlich, dass sie sehen können. Naja, ich meine, du hast also auch eine gewisse Privatheit in so einem Doodle. Ja. Das ist dann Einstellungssache, die ist dann Sache des Administrators. Also das ist relativ gut erklärt und kann auch einfach gemacht werden. Wollt ihr noch was zur Verfälschungssicherheit sagen? So, zum Beispiel hat Bernd vor einen Doodle-Link rumgeschickt. Da ging es um den Kreisparteitag Wiesbaden. Wann wollte unser Kreisparteitag? So, da haben sich dann der Reihe nach der Bernd, Thorsten, etc. alle haben sich eingetragen. Das ist die erreichte Ansicht, ja, nein, vielleicht. Kann ich nicht. Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, an dem Termin kann ich, an dem auch, an dem, naja, wird ein bisschen schwierig. Habe auch noch einen Kommentar drunter gesetzt, das kann ich nämlich auch machen, dass der 18. für mich theoretisch auch gewinnt, würde, wird überhaupt ungünstig werden. Ja. Und dann kommt man relativ schnell raus, was für ein Termin denn der allerbeste ist. Man sieht dann hier unten auch die Summen. Ja. Und so hat der Bernd dann später das Ding einfach. Du hast es noch ganz geschlossen, sehe ich gerade, man kann es noch eintragen. Ja, man kann das schließen. Man kann das Doodle dann schließen und dann kann sich auch keine mehr antragen, aber hat er gesagt, okay, hier beim 25. waren die meisten Zustimmungen, also machen wir es am 25. Dann ging wir in die Mail rum, am 25. machen wir eigentlich. Ich zeige dir mal gerade diese Mails, die man da bekommt. Das ist die erste Mail und der Folgeadresse etc. von Doodle. Da hat man eine Umfrage. Hat man einen Link? Dann gibt es den Link für den Wiesbaden-Test. Das ist eine Mail, wo Doodle einem darauf hinweist, wie der Link heißt. Ne? Und Hans hat sich eingetragen. Doodle Wiesbaden-Test Update. Soeben hat Hans sich eingetragen. So kann man schön nachverfolgen, wie denn die Terminfindung ausschaut. Dann kann ich da auch nochmal multiple Termine nehmen. Ja. Also ich sage jetzt einfach mal als blödes Beispiel, ich habe zum Beispiel, weil ich am 20. Januar Termin am Bergen, wo ich gerne hätte, dass irgendjemand hingeht. Und am 20. Januar habe ich einen Termin in den Taunenstein, wo ich gerne hätte, dass jemand hingeht. Und das sieht dann raus. Ich habe am 20. einen Termin, aber der kann der da. Ja, klar. Ja. Also die Orte kann man da wahrscheinlich für die einzelnen nicht eintragen und die Termine funktionieren. Ja, ich meine, wenn du hier oben entsprechend beschreibst, was du mit dem Doodle machen möchtest. Das kann man ja dann machen, ja, das kann man ja dann machen. Oder du musst dann halt sagen, okay, ich mache für Erbergen, dann kriege ich dann zwei Dudes, ja, eine für Erbergen, eine für Ichter, dann trage ich die Leute ein. Ja gut, dann kriegen sie halt, was weiß ich, Mädels, ja. Das ist doch so. Ja, dann kriegen sie halt Mädels. Was es auch noch gibt, es gibt, das war, dann kann ich mir nicht mehr das Spiel der gestanden, eine Wahltreffer. Es gibt bei Doodle, also neben den Terminen gibt es auch Polls. Das heißt, man kann
eine Abstimmung, A, B oder C. Okay, das ist nochmal schließbar, den Test voll, das jetzt mal irgendwas hat. So, Option 1 ist A, ich muss aber A, C, Fressen, ja. Fernsehen, so zeigt man nichts mehr. Fressen und Fernsehen, also, ja, also irgendwelche Auswahlmöglichkeiten. Ja. Eine einfache O-Frage wird verschickt. So, jetzt kann ich es aufgeben. Und sehe dann halt, Hans entscheidet sich für A. Ja. Ich kann auch sehen, was hier kann. Ich kann das auch ausschließen. Ach, aber ich bin jetzt jeden Fall A, B oder C. Also ja, sucht ihr das aus. So. Und dann wird dann, ja, Wolle und Nudel ist klar. So kann man dann nicht einen Termin finden, sondern so eine Entscheidung finden. Machen wir jetzt. Ich weiß nicht was, ja. A oder B, machen wir es, ja oder nein? Oder E, irgendwie so eine kleine Umfrage. Dann sagt er, ja. Nur da hast du jetzt gar keine Termine drin, also mir ist das okay. Ja, gut, die beiden. Da schreibst du halt als Option A Bergen am 25. Das schreibe ich oben nicht rein, das schreibe ich zwar auch. Option A gleich A Bergen am 25. Ja, das die Möglichkeit besteht. Also, ja. Was die Einstellungsmöglichkeiten angeht und die Ergebnisse am Ende, da ist der Kreativität keine Grenzen setzen und man kann ziemlich viel damit machen. Ja. Muss man einfach mal ausprobieren, dann findest du schon das Richtige. Das ist eigentlich auch größtenteils selbsterklärend auf der Seite. Das Coole bei Doodle ist auch, es gibt inzwischen eine iPhone-App und eine Android-App, das heißt, man muss ja nicht mal auf die Website gehen. Möchten Sie es in Ihren Kalender eintragen? Ja klar. Wobei es auf Android auch noch ganz normal aussieht. Also das geht. Wenn man es im Browser aufmacht. Das geht auch ohne Java. Ja. Das war ich zum Doodle. Ja, ich brauche doch gleich. Dann habe ich es erstmal durchgebabbelt. Jetzt kommt nämlich der Reismann mit Telco und Mumble. Da ich mit Telco Mumble auf dem Linksfuß stehe, Mumble auch nur gerade buchstabieren kann. So, also Telco bzw. Mumble läuft am besten dann, wenn der Termin bei Doodle feststeht. Das Ganze ist ein Voice-Chat und die Voraussetzung dafür ist entweder für eine normale Telco, also eine Telefonkonferenz, kriege ich ein normales Telefon, da funktioniert auch jedes Handy, oder halt ein PC mit einer ZIP-fähigen Software. ZIP ist das Protokoll, wenn das verstanden läuft. Muss man nicht unbedingt wissen, aber dann gibt es noch Mumble. Mumble ist komplett freie Software, Open Source. Damit kann man auch solche Telcos machen, das ist dann allerdings auf einem Server mit mehreren Räumen, die man auch sehen kann. Also man sieht auch Mumble, wer zum Beispiel für sich, das ist bei Telco nicht der Fall. Eine Telco kann man sich natürlich auch mit PC einwählen, da braucht man die entsprechende Software. Da gibt es von ZipGate, das ist eine Firma, bei der kann man sich anmelden. Inwiefern die Daten zurückprüfen, weiß ich nicht, aber es gibt die Möglichkeit, sich bei denen kostenlos anzumelden. Und die geben auch eine vorkonfigurierte Software raus, die nennt sich Fona Lite. Braucht man einfach nur anzuschließen, auch ein Telefon dann am besten und halt Boxen oder Headset, um das Ganze einfach zu machen. Und man hat dieses Programm, das ist wie gesagt schon vorkonfiguriert, das sieht dann auch etwa so aus. Die Nummer, die ihr hier unten seht, die hier, das ist die Nummer des hessischen Telco-Servers. Den hat der Landesverband Hessen, da läuft Asterisk drauf. Daher kann man sich damit jeden normalen Telefon einwählen, sowie auch dieser sogenannten ZIP-Software. Wenn man sich bei ZipGate anmeldet und sich dort eine Nummer zulegt, sind alle Anrufe auf ZIP-Nummern kostenlos. Weil wie gesagt, man muss sich halt da anmelden und Daten weitergeben und wer es nicht unbedingt will, soll sich auch anderen Menschen.
Auf diesen Telco-Server kann man auch mit Skype drauf zugreifen, allerdings kostet das Geld, weil Skype ist keine SIP-Software. Über diese Telcos kann man halt alle möglichen Sachen machen, was man besprechen will. Das ist zum Beispiel für den Rhein-Taunus-Kreis ganz sinnvoll, nicht alle Woche irgendwie zu Ort XY zu kommen, sondern das kann man von zu Hause machen. Wofür man sich jetzt entscheidet, Telco oder Mumble? Mumble sieht dann auch so aus, ist jetzt ein bisschen klein. Aber das ist eine Software, die findet ihr über hier oben diesen Link. Da sind auch so ein paar Konfigurationseinstellungen drin und welche Server man braucht. Also das Ganze läuft über den NRW-Server von den Piraten. Hier sieht man halt schön, wenn man es lesen kann, was schlecht ist, die ganzen Räume, die vorhanden sind. Das heißt, man kann sich hier rausfinden, in welchen Raum man geht. Es sind grundsätzlich erstmal alle offen. Das heißt, man kann in jeden Raum gehen, der da zur Verfügung steht und kann dann mit den Leuten, die da gerade drin sind, sprechen. Dort drin sind, wenn die Leute drin sind, dann so jeweils auch die Nicknames oder die Namen, die sich angemeldet haben, haben einen Mund vor ihrem Nick. Dort kann man sehen, wenn dieser leuchtet, dass der spricht. Also man erkennt sofort, wer dahinter, hinter dieser Stimme steckt. Und man sieht zwar kein Bild, aber es auf diese Weise der Sprecher sofort. Genau. Das ist bei der Telco nicht der Fall. Da musst du wirklich über die Stimme gehen und hören, wer ist das denn jetzt? Oder musst halt fragen. Das funktioniert bei den Telcos nicht. Und du siehst auch, wenn jemand reinkommt in den Raum, also wenn du in der, genau, in der Sitzung bist mit, und wartest auf jemanden, in der Telco hört man einen Ton, dann wird irgendein Ton eingeblendet, den kennt man dann schon als Eingangston, gerade ist jemand Neues reingekommen, dann fragen fünf Leute erstmal nach, wer ist denn jetzt gekommen, bist du das? Ah, nee, dann doch nicht, Pech, warten wir auf den nächsten. Und bei der Telco, beim Mumble siehst du halt direkt, Peng, da kommt jetzt der Sepp rein und ah, jetzt da ist alles klar. Ja, also sehr schön, wie ich hier unter Mumble hat, haben eigentlich alle Landesverbände irgendwie ihre Räumchen und Unterpunkte. Da gibt es auch Unterpunkt Hessen, auch schon einen Raum für den RTK. Wiesbaden gibt es nicht, weil wir Wiesbaden haben es bisher immer so gehalten, dass wir Real-Life-Treffen gemacht haben, weil es ist halt Wiesbaden angedacht, ist halt zentral und das ist gut zu erreichen. Das ist halt eben im Rhein-Taunus-Kreis nicht der Fall, daher gibt es um den Unterpunkt Hessen auch einen Raum des RTKs. Hier neben findet sich noch eine Chatleiste, da kann man kaum eine Nachricht auf, wie Person XY ist gerade dem Server beigetreten oder gerade in den Raum gekommen. Beziehungsweise dort kann man Links reinschicken, die man dann auch direkt anklicken kann. Also wenn gerade über Thema XY gesprochen wurde, da hat dann Person A einen Link zu, setzt die unten über diese Leiste hier unten hier hin, dann ist die sofort anklickbar und kann von jedem in diesem Raum gesehen werden. Natürlich kann auch persönliche Chatnachrichten gehen darüber, allerdings auch. Das heißt, man kann eine Person, die da gerade drin ist, eine private Nachricht schreiben oder man lässt das Ganze über den Channel laufen, den man gerade drin ist. Das ist auch damit möglich. Ich persönlich finde Mumble besser als Telco. Aus den genannten Gründen, man kann halt sehen, wer da ist, man kann chatten noch mit, sich Links austauschen. Das ist bei der Telco nicht so einfach möglich. Generell, ohne Computer. Telco, Mumble zu benutzen, ist ganz gut für Besprechungen, wie Vorstandssitzung oder irgendwelche AGs oder Gruppen, die sich treffen und so irgendwas was besprechen wollen. Und gleichzeitig dann läuft dann dazu ein Pad, wo der mitprotokolliert wird. Das funktioniert super. Man muss sich auch vorstellen, dass der Bundesvorstand, die kommen ja aus aller Herren Bundesländer, ja, die treffen sich jetzt halt meistens in Mumble oder in der Telco, weil man kann auch RTK, für RTK ist es auch eine Option. Ja, sitzt der eine zu Hause auf seinem, an seinem Tisch in Rünsheim und der andere in Stein und macht mal eine Wochensitzung. Zum Bundesvorstand muss man noch dazu sagen, grundsätzlich machen die das auf dem hessischen Telco-Server. Allerdings hat da auch wieder ein findiger Pirat eine sogenannte Bridge erstellt, also eine Brücke. Die ist allerdings, hat begrenzte Ressourcen, muss reserviert werden. Das Ganze läuft so, dass diese Bridge in den Mumble-Raum, den man gerade gerne hätte, reingezogen wird. Und dann hört man über diese Bridge das, was in dem entsprechenden Telco-Raum auf dem hessischen Telco-Server passiert. Und kann dann also damit auch mit den Leuten auf dem Telco-Server kommunizieren. Aber wie gesagt, dieses Ding hat begrenzte Ressourcen und muss halt reserviert werden. Das ist also nicht für die Regelmäßigkeit. Es sei denn, es passt halt immer zum Termin.
Du hast vorhin gesagt, dass Hessen, wenn die Vorstandssitzung machen, die Felder auch. Genau. Wenn der Bundesvorstand die Hessen machen, benutzen euch da dann gelost? Oder? In Hessen Fall ja. Also mir ist noch nichts bekannt, dass da irgendwie die Bridge benutzt wurde, selbst weißt du es zufällig? Nee, ne? Ich habe das ja mal angedacht, also jetzt so um da ohne reinrätschen zu wollen, ich habe für Hessen im Mumble die Adminrechte, also ich kann dort Räume anlegen. Wenn ihr also wollt, könnt ihr irgendwie für irgendwas was braucht, könnt ihr Bescheid sagen. Und vom Hessen-Vorstand habe ich angeregt, das zu machen. Es macht aber keinen Sinn, mit der Bridge zu arbeiten, solange der Vorstand selbst nicht im Mumble steckt. Da müsste man mit den Leuten reden. Und aber da das momentan noch nicht der Fall ist, ist es auch etwas, wo ich nicht, was lange gewachsen ist, wo ich nicht unbedingt reingrätschen möchte und sagen möchte, benutzt doch jetzt mal das andere einfach. Sondern das muss sich, glaube ich, ergeben. Wenn das ein bisschen in Hessen genutzt wird, das Mumble auf lokaler Ebene, dann wird das auch in den Vorstand herangetragen. Das wäre doch vielleicht besser, wenn ihr euch im Mumble treffen würdet, weil es ersichtlicher ist, weil man da besser mit arbeiten kann. Aber das kommt wahrscheinlich dann. Frage, geht der Mumble auch vom Smartphone aus? Reicht das aus oder schon mal ausprobiert? Ja, das also gibt Mumble für Android. Mumble-Software auf Android, definitiv, das funktioniert auch recht gut, wie was ich letztens festgestellt habe. Ansonsten gibt es das auch für Mac, Linux und Windows. Also und iPhone und iPad, wenn du ein Jailbreak drauf hast. Aber davon reden wir jetzt nicht. Das musst du dir bitte erklären. Headset kannst du sogar schon mit dem Headset schon bestellt. Das ist oder nimmst du dann Skype in der Hand? Das ist ja voll. Telefon, ich möchte ganz normal der Telefonanruf sein. Das bedeutet, so wie die Verträge bei den Handys meistens klingen sind, zum Beispiel nicht oder ist unerwünscht. Das ist nicht ganz richtig. Also ich habe ein Telekom, Android, Skype, kein Thema. Die sehen Sie sicherlich gerne, wenn Sie gerne nichts gemacht. Also wenn ich nur ein Telefon habe, kann ich nur auf eine Telefonbasis. Ich kann nichts machen. Es sei denn, ich habe einen Router mit SIP-Software. Ja, im Prinzip brauchst du die SIP-Software, brauchst du nur auf deinem Rechner. Also dann läuft man das jetzt. Du brauchst dann ein Mikrofon und einen Kopfhörer oder Boxen. Ja gut, ja, dann kann nichts mehr. Wie gesagt, die SIP-Gate, das ist sipgate.de, da kann man sich anmelden. Die wollen halt auch so ein paar Daten haben. Allerdings gibt es da einen Basic-Tarif, der ist erstmal kostenlos. Und wenn man nur auf SIP-Nummern anruft, wie diese hessischen Telco-Server, ist das auch kostenlos und bleibt auch kostenlos. Die haben aber, wie gesagt, eine Software, die ist vorkonfiguriert, lädt man sich einfach runter über seinen Account und kann im Prinzip sofort loslegen. Man kann aber nicht quasi jetzt sein Telefon bedienen, indem man mit so einer Software arbeitet. Wenn der Gegenüber auch eine SIP-Nummer hat, dann ja. Das meine ich, aber nicht jetzt. Das ist wie Skype zu Skype. Du kannst mit Corona Lite kannst du auch normale Festnetznummer anrufen, allerdings kostet das dann mehr. Das wäre noch eine gute Erfindung, wenn man Router beibringen könnte, solche Daten die richtigen Sprache zu übersetzen und die an den Telefonanschluss zu schicken. Da gibt es schon Lösungen. Da gibt es schon Lösungen, das heißt Asterisk. Asterisk. Nein, das Asterisk, das ist halt die Software, die hinter dem Telco-Server von Hessen steckt. Die kannst du auch zu Hause installieren, du brauchst nur eine ISDN-Karte, die online ISDN angeschlossen ist, das funktioniert. Ja gut, aber also mir geht es darum, kann man damit kontrollieren. Naja, gut. Alter, Asterisk. Gibt es noch Fragen zu Telco oder Mumble? Könnten wir da mal für einen RTK einen Termin ausmachen, wo man da so mal ein bisschen umschlägt? Können wir machen. Brauchen wir am besten nur Nudeln. Ich kann ja gerne morgen oder gleich noch einen Nudel aussetzen und dann schicke ich das in die Liste. Und dann findet sich schon was. Die nächste Woche so zwischen den Jahren. Sollte eigentlich jetzt naturgemäß in den nächsten 2,5 Wochen einfacher sein. Ja. Wie gesagt, am besten erstmal über diesen Link hier gucken, da sind die ganzen Infos. Dort findet sich auch ein Link zum Runterladen. Das ist wiki.piraten.partei.de/mumble.
Da kann man das dann runterladen, da sind noch ein paar Infos wie Server-Einstellungen und den ganzen Kram. Kann ich gerne bitte das in die Mail packen und dann können wir da von der RTK mal einen Termin ausmachen. Gut. Kommen wir. Sind es noch weitere Fragen ansonsten? Das sieht nicht so aus. Dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Das ist das virtuelle Meinungsbild. Das Ganze ist ein Online-Tool des Landesverband Hessens und es dient dazu, Meinungsbilder zu verschiedensten Themen, die in Hessen gerade so auf der Agenda stehen, beziehungsweise wo Leute gerne ein Meinungsbild zu hätten, zu erfragen. Der Hessen-Vorstand beziehungsweise ein Pirat aus Hessen legt diese Meinungsbilder an und die Mailadressen aller hessischen Piraten, die der Landesverband hat, werden dann in diese Umfrage reingelegt und bekommen dann eine Mail. Vielleicht hat der eine oder andere sie sogar schon gesehen. Nur Piraten? Ja. In dem Fall nur Piraten. Das Ganze läuft halt, wie gesagt, durch den Versand von individualisierten Links. Das sind dann Token, die haben eine begrenzte Gültigkeit. Da kann jeder so lange, wie die Umfrage läuft, dort mitmachen. Um mal sich das mal anzugucken, also PPH-Umfragen, das hier sind alle Umfragen, die in der letzten Zeit so gelaufen sind. Da haben wir zum Beispiel hier oben die Piratenposition zum dauerhaften europäischen Stabilitätsmechanismus. Also es gibt momentan keine laufende Umfrage, daher kann ich die keine laufende zeigen, sondern nur eine Auswertung einer bereits vergangenen. Das sieht dann so aus, hier so ein bisschen Text. Hier in diesem Text findet sich dann meistens noch ein Link ins Wiki, da findet dann eine Pro- und Kontrasammlung statt aller Leute. Und hier unten sieht man dann die Auswertung. Wahlbeteiligung, naja, so um die 20% ist eigentlich normal. Damals waren 39 Stimmen. Leute, stimmberechtigt, mittlerweile dürfen es noch mehr sein. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es ausgewertet ist. Regelmäßigkeit dieser Umfragen finden halt dann statt, wenn jemand eins beantragt, beziehungsweise der Vorschub hier einführt. Ansonsten finden halt keine statt. Ansonsten die Abstimmung, wie gesagt, das ist halt nur ein Meinungsbild. Das heißt, es hat nicht den Beschlusscharakter eines Kreisparteitags oder Landesparteitags. Sondern es ist nur halt, was könnte denn passieren, wenn wir das machen wollen. Das Ganze ist halt daraufhin entstanden, da Liquid Feedback anfangs in Hessen nicht so beliebt war, eigentlich auch momentan noch nicht so ist. Das soll aber wieder kommen, aber Liquid Feedback, wie gesagt, ein eigenes sehr komplexes Thema, wofür heute keine Zeit fehlt. Du hast gesagt, dass die Adressen der hessischen Piraten dort hinterlegt sind. Das heißt, es ist auch wirklich immer komplett Hessen. Man kann es nicht für sein eigenes Gebiet machen. Ich denke, es dürfte auch möglich sein, wenn man über den Landesvorstand das beantragt, dass der Patrick Rauscher einfach die Mails der entsprechenden Gliederung mit einträgt. Das dürfte machbar sein, weiß ich allerdings nicht. Da gibt es Untermöglichkeiten, geht es jetzt darum, für den KV das zu nutzen, oder was? Das war die Frage. Ja, in Frankfurt wird das zum Beispiel genutzt, also da haben sie für den KV extra eine Instanz, dass sie selber virtuelle Meinungsbilder anregen können und einschicken können, ohne Landesvorstand. Das ist halt nur die Frage, welche Mailadressen letzten Endes dann da reingekippt werden. Wenn es halt in Hessen ist, dann natürlich alle Mailadressen in Hessen. Und da gibt es meines Wissens keinen, der keine Mailadresse hat, oder zumindest angegeben hat, von daher bekommt jeder eine. Und wenn natürlich nur die von Wiesbaden reingekippt werden, kommen natürlich nur die Wiesbaden rein. Ja, würde mich interessieren, was das virtuelle Meinungsbild gegenüber, naja, vielleicht das blöde Frage, stellt sich was denn, gegenüber dem Doodle für den Verband. Die Auswertung. Genau, erstens die Auswertung sieht halt besser aus. Und zum anderen, bei dem Meinungsbild kannst du halt wirklich sicherstellen, dass jeder nur einmal abstimmt. Also beziehungsweise nur eine Stimme vergeben kann. Er kann die Stimme natürlich auch ändern, aber es hat jeder wirklich nur eine Stimme. Ein Doodle kann halt passieren, dass Person 1 auch 10 Stimmen abgibt, indem er sich einfach 10 Mal einschickt. Und du kannst ganz sicher sein, dass es ein Pirat ist. Das ist auch. Vor allem das Wichtigste. Das kannst du auch sagen. Es gibt schon Vorteile gegenüber einem Doodle. Und du hast, weißt du, hier kann halt auch keiner sehen, wer denn wie abgestimmt hat. Beim Doodle kannst, je nachdem nach Einstellung, zumindest der Administrator.
Also es gibt neben diesem Großgeratbörter Hessen.de haben wir in Wiesbaden mal eine schöne Spezialität gehabt, da wollte der Nico eine Umfrage machen. Das war eine richtig große Umfrage mit so Optionen, mit Matrizen, mit Schnickschnack. Das heißt, wir haben auf unserem Server die Möglichkeit, auf dem Wiesbadener Server recht komplexe Umfragen abzufeiern. Zuschicken von Tokens und das geht noch ein bisschen weiter als das virtuelle Meinungsbild. Ja. Nur ist halt jetzt von der Auswertung halt eine reine manuelle Geschichte. Da muss man sich dann mal einfach mal ansehen, was da abgestimmt wurde. Also nur von der Klima. Gibt es noch Fragen zum virtuellen Meinungsbild? Das ist nicht der Fall. Gut, damit sind wir auch am Ende angekommen. Wir haben es die Fragestunde ist ja